Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde voll verbaut, diesmal in der absoluten Starbesetzung, nämlich der gute Mene und meiner einer. Mehr sind heute nicht mit dabei. Hi Mene, grüß dich. Moin, reicht doch. Wir zwei sind doch, wie du schon sagst, die Starbesetzung. Absolut, genau. Während Nils sich heute irgendwie der Brilli um seine bessere Hälfte kümmern muss, ne, haben wir gesagt, wir schmeißen den Laden heute mal. Und ich hab mir gedacht, das erste, was wir machen, wir reißen dieses scheiß Lagersystem raus. der würde ausrasten, der würde den Server löschen. Genau, schön hier. Ich habe mir gerade nochmal ein Dings angefordert, ein paar Dias und ein Stick, weil ich nämlich mir hier irgendwie mal noch eine neue mit Spitzhacke bauen muss. Meine verreckt gleich. Was machen wir denn eigentlich überhaupt? Wir wollten irgendwas bauen. Ja. Irgendwas wollten wir bauen. Und ich habe auch angefangen. Ich habe Casting Table und Casting Bazaar im Inventar. Ach, eine Smeltery. Wir wollten eine Smeltery bauen. Ja. Genau, okay, die Smeltery. Das heißt, wir brauchen dafür aber noch mehr Sachen als nur. Also, wir brauchen dazu eine. Also, wie heißen denn die Dinger? Seared Bricks? Bricks, ah ja. Nee, schreibt man anders. Da braucht man Seared Brick 4 Stück. Seared Bricks brauchen wir, die gibt es auch als schon fertig, also als Block, der so eben so heißt. Und dann müsstest du, wenn Brilli die jetzt komplett abgeholzt hat, dann müsstest du auch einen Smeltery Controller, einen Smeltery Tank und so weiter irgendwie haben. Nee, tue ich gar nichts. Wenn, dann müssten wir das irgendwie in der Kiste haben. Soll ich mal oben gucken? Der wollte das in irgendeine Kiste packen. Nee, ja, wollte er. Da wollte er auch noch einen lieben Gruß draufschreiben. Lieb in Anführungsstrichen. Aber hat er nicht? Nee, hat er nicht, weil er der Meinung war, er hat die uns gegeben. Aber am Ende der letzten Folge hat er uns die noch nicht gegeben. Nee, hat er nicht. Hundertprozentig nicht. So. Ich gehe gerade mal nach oben und es regnet natürlich ja wieder wie aus Eimern. Wo das hier in so eine Kiste gesteckt hat. Unwichtig. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, das bist ja du. Schissel, hier haben wir eine Importkiste. Was ist denn das hier eigentlich? Witches Oven. Pass auf, dann machen wir es mal so. So, hier. WhatsApp Highlights. So. Lieber Brilli. Der gute Mene und ich, wir suchen hier gerade die Kisten ab, finden aber nichts, weil du wolltest uns die Smeltery geben, hast es aber nicht. Also, sieh zu, wir sind mitten in der Aufnahme. Okay, so. Also was brauchen wir denn alles dafür? So? Außer dieses... Ich hab's hier, Bricks. 57 Stück, sehe ich gerade. Also so als Ziegel oder als Block? Als richtigen großen Block. 57 große Blöcke. Seared Bricks. Okay. Dann hat er vielleicht den anderen Kram noch nicht mit dabei. Also wir brauchen insgesamt 3x3 als Grundfläche von dieser Smeltery. Soll ich das mal irgendwo hinbauen? Ja, dann lass uns am besten gleich unten hinbauen, weil hier oben bringt es ja nichts. Ich muss aber gerade mal gucken, hier, wir hatten noch irgendwo Kartoffeln hier noch, oder? Ja, hier. Oder was ist das? Bringen wir mal ein paar Kartoffeln mit, bitte. Ja, sollen wir das in den großen Raum bauen, in dem wir jetzt schon angefangen haben, oder sollen wir den Raum vergrößern und dann woanders hin? Oder einen extra Raum dafür? Können wir machen, wie wir wollen. Also ich meine, Smeltery, wir können auch einen extra Raum machen. Ja, dann machen wir das. Also die wird aber mit Lava betrieben, das heißt, da hat man dann wieder, ist wieder einer Bierfuchs und muss ständig Lava holen. Ja, wir haben ja hier Lava. Wir haben Lava? Ja, und? Achso, okay. So, jetzt habe ich hier ein paar Kartoffeln mit dabei. Die bringe ich uns mal mit. Und dann schmeißen wir die nämlich unten gleich in den Ofen. Achso, nee. Das war jetzt nicht so intelligent hier hinzubauen. Ich glaube, er hat schon geantwortet. Mein Handy blinkt nämlich. Ich glaube auch. Meins vibriert nämlich auch, mein Handy. Ist wieder was Unflätiges wahrscheinlich. So, kommen Potato. Die packen wir mal hier einfach mal rein. Zack. Zack. So, wir hören mal was. Eine 11-minütige Sprache. Wir hören mal. Ja, wir
in der Folge schmeiße ich dir die Sachen hin. Und du sammelst sie auf. Also, grüß an alle Zuschauer. Nächstes Mal bin ich natürlich wieder dabei. Aber wieso, wenn er sie mir hingeschmissen hat, wieso hast du sie dann? Vielleicht hast du, keine Ahnung, vielleicht hat er sie auch mir hingeschmissen oder du hast sie mir gegeben damit ich alles im Inventar habe. Ja, schizophren. Hier ist gerade wieder ein Baum gewachsen. Kannst du Fackeln mitbringen, bitte? Ich kann selbstverständlich, ich kann sogar welche bauen. Ich habe nämlich noch ein bisschen Kohle und ein bisschen Sticks dabei. So. Also ich mache den Raum jetzt erstmal noch nicht allzu groß. Nur erstmal, dass man... Na, 3x3 muss er sein. Grundfläche, ja. Da kannst du halt dementsprechend, dass man noch zwei Gänge außen rum hat oder so. Wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, so mache ich das. Das ist ein Träumchen. Ist ein Träumchen. So, ich komme mal hinterher mit Fackeln. Oh, hier gibt es ja auch schöne Sachen. So, jetzt habe ich aber übel jetzt den... Ja, die Fackel war leider zu früh gesetzt, aber ich habe es befürchtet. Hast du, warte mal, ich gebe dir mal erstmal hier die Hälfte der Kartoffeln ab. Das ist schön, schmeiß hin. Bitteschön. Mal bei die Richtige zum Essen. Oh, der Sludge ist hier drin, dann müssen wir den Sludge mal abführen. Muss auch noch eine neue Pickaxe basteln. Eine Pickaxe. Achso, siehst du mal, was gibt es denn hier eigentlich? Also mit den Seared Bricks ein 3x3 Feld, sagst du. Eins. Achso, vielleicht mache ich das mal auch nach unten. Warte. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier. Da ist meine Pickaxe in den Arsch gegangen. Ja, du kannst nur den Rest von meiner haben. Oder du baust dir eine neue, wie du willst. Ja, ich brauche aber noch Stäbe oder Holz. Warte, also Stäbe. Gar nichts mehr. Das ist ja. Achso, weil ich immer gegen diese blöden. Gib mir einfach mal zwei Sticks. Ich habe keine mehr, sorry. Okay. Ich habe gerade die letzten Sticks selber verbraten. Kein Problem. Also, 1, 2, 3. Also ich ziehe noch mal eine weiter rein. Ja, ich war noch nicht fertig und ich wollte die 3x3 dann auch gleich in den Boden setzen. Okay. Aber konnte ich ja nicht, weil meine lustige Axt... Oh, Kohle. Ich wollte hier so einfach hier so genau da, wo du stehst, so zack. Ah, okay. Da 1, 2, 3 mal 3. Okay, gut, cool. Oh, in diese, ja, super, okay. Kohle kann man immer gebrauchen. So. Weil von irgendwas muss ja das ME-System auch voll werden, ne? Das Lagersystem. Spitzaxt, bam. Oh, Eisen. Eisen, aber es ist dunkel hier drin. So. Lecker Eisen. Die musst du aber bitte noch nicht gleich hochziehen, die Smeltery. Nicht, dass du jetzt so 3x3 Würfel hinstellst. Nee, hab ich nicht. Okay, cool. Was? Hast du das gerade? Bis da. Hattest du mir jetzt gerade den Boden unter den Füßen geklaut? Ja. Und ich so, was jetzt? So, jetzt haben wir es gleich fertig, den Raum. So. Okay. So, da ist das 3x3 Feld mit zwei Gängen drumherum her. Soll hier nochmal eine Wand weiter rein? Nö, ne? Reicht eigentlich so. Ja. Okay, dann machen wir die mal. Ich mach mal hier Frenchman. Warte, bevor du da Stein reinklopst. Ich mach jetzt hier mal Frenchman. Frenchman. Was? Was machst du? Na, Frenchman Design. Mit Stein, mit Stone. Na, die Wände mit Stone auskleiden. Und nicht mit Koppel, meinst du? Ach, wir haben ja genug Stone. Hallo hier. Okay, dann mache ich den Koppel wieder weg. Genau, Koppel sieht nicht gut aus. So. Nun komm, nun liefer doch. So.
Wenn ich den die Steine hier in den Koppel hier oben in das Ding reinpacke, macht er doch da Steine draus, oder? Nein, das ist ein Pulverizer. Er macht dann da draus irgendwas anderes. Okay. Er macht Gravel draus. Das daneben ist ein Ofen. Gut. Södele. Aber ich habe hier noch, ich habe mir gerade zwei Stacks geholt, also wir können hier so. Ja. Was ist das denn schön. Hier? Für und die letzte Fackel. Ui. Look at this. Krass, ich okay. Gut, dass du da mal reingeguckt hast. Ja, ne? Und das wird Nils jetzt wieder ärgern, dass er das nicht gefunden hat. Eieieiei. Egal. Gut. Okay, also, pass auf, dann. Setz mal noch eine Fackel hier, bitte. Achso, Entschuldigung, ja. So, wo denn? Das ist mach mal. Düster. Duster war's. Genau, ein bisschen schön. Na, das ist aber ungleichmäßig. Was denn? Wegen der Tür hier, meinst du? So. Okay, also, dann kannst du gerne schon mal hier so schräg an die Ecke einsetzen, weil die Ecken müssen nicht unbedingt befüllt sein. Nee, warte mal, halt, Moment. Andersrum. Hast du einen Smeltery Tank oder einen Smeltery Controller oder so? Ich habe nur ein Bazaar, also zwei Bazaars und zwei Casting Tables und noch Seared Bricks. Okay, dann bau doch bitte mal einen Smeltery Controller. Dafür brauche ich die Seared Bricks. Genau. Haben wir die oder haben wir die nicht? Ich habe 48 Seared Bricks. Na, sehr schön. Aber die Brücke. Was? Geht das trotzdem? Nein, guck das geht nicht. Mal. Aber wir haben hier noch Seared Bricks. Kriegen wir die klein? Kriegen wir die nicht klein? Nein, die kannst du nicht zusammenkloppen. Aber wir haben hier noch 32 im Dings drin. Alles gut. Ich hole mir die gerade mal aus dem System. Jo. So. Da sind sie. Okay. Willst du das Ding bauen oder soll ich das bauen? Also ich meine, ich kenn's schon. Huch. Nee, schmeiß ruhig mal her. Gut. So. Ah, okay. Das ist jetzt zwar eine andere Farbe, aber ist ja wurscht. Das ist egal. Die sehen danach. Zwei Stück? Nee, einen Controller hast du gesagt. Einen Controller, genau. Hab ich. Okay. Schmeißt du mir ein Buch hin? Ich habe jetzt gerade ein Buch bekommen. Ja, du kriegst immer ein Mighty Buch wegen... Mighty Smelting heißt genau, das. Mighty Smelting. Mhm. So, wo setze ich den hin? Moment, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir brauchen dann noch einen Smeltery Tank, glaube ich, hieß der. Es gibt Smeltery Drain. Smeltery Tank heißt der. Seared Tank heißt der. Seared Tank. Seared Tank da. Da muss einfach Glas in die Mitte. Das habe ich. Okay. Was wird doch dann jetzt damit gehen? Bingo. Einen? Einen Tank, ja. Habe ich. Okay. Schön so ein Goldmützchen auf hier. So. Dann brauchen wir noch eine Drain, hast du gesagt, ne? Und einen. Einen Drain habe ich nicht. Ein Bazaar habe ich. Okay, dann ein Drain und ein Faucet bräuchten wir dann noch. Smeltery Drain und Smeltery Faucet. Das sind so die elementarsten Teile. So haben wir es hier eigentlich. Iron? Ja, hier sind die Barren drin. Okay, dann nehmen wir die doch mal mit. Zack, zack. Smeltery Train und Smeltery
Faucet. Das finde ich nicht. Kannst du mir das mal buchstabieren? Was denn? VZ? Also Friedrich, Anton, Ulrich, Cäsar, Emil, Theodor. VZ. Friedrich, Anton, Ulrich, Cäsar, ja. Emil, Theodor. VZ. Ah. Aha, okay. Hab ich. Mhm. Beides. Cool. Und nu? So, dann können wir das gleich mal aufbauen. Warte mal, ich baue hier mal einen Drum. Zack. Das. Wie war das? Achso, nur drei. Da, zagedi. Und dann das hier. So, okay. Also, pass auf, dann machen wir Folgendes. 1, 2, 3. Okay, dann bau mal. Zieh mal hier nochmal eine mit diesen Seared Bricks, die wir jetzt hier haben. Nochmal außenrum, also hier quasi, wo ich ihn hier hinbaue. Du kannst hier so um die Ecken gehen. Okay. Du musst die Ecke also nicht ausfüllen. Genau. Mhm. Vorne. Ja, genau, wunderbar. Okay. Jetzt können wir hier. Was? Oder. Nee, nur die Ecken oder auch die Geraden zumachen. Genau, mach mal hier die Geraden zu, außer jetzt hier, wo ich quasi gerade stehe, da mach das mal noch nicht, bitte. Genau. Okay. So, jetzt könntest du. Wie machen wir das? Wie viele Steine hast du noch über? 37, also noch eine Menge. Okay, cool. Dann machen wir bitte einfach nochmal. Machen wir mal zu. Also hier, jetzt hier vorne. Genau. Dann stell mal da, wo du stehst, den Tank hin. Den Seared Tank. Den Tank. Auf das obere drauf, also auf die Ecke drauf sozusagen. Genau, hier quasi, wo ich jetzt gerade stand, genau. Mhm. Da. Genau, dann hier machst du mal den Controller hin. Ja. Hab ich. Genau, und dann kannst du, jetzt ist die Wand hier ein bisschen im Weg, wa? Haben wir. Ja, müssen wir dann gleich mal noch ein bisschen Platz machen. So, und dann kannst du hier quasi dann mal den Drain hinmachen. Auf die freie Ecke. Und vorne ran den Faucet, weil sonst läuft da nichts raus. So, in der unten drunter oder daran? An das Loch quasi, an das Loch vorne dran, diesen, genau so. Okay. Und jetzt kannst du da drunter zum Beispiel das Bezin setzen oder ja, genau. So, jetzt würde man damit Blöcke schmelzen können. So, okay. Und jetzt müsstest du bitte noch mal einmal außenrum noch mal so eine zweite Schicht oben drauf machen. Habe ich. So, und jetzt gucken wir nach vorne. Guck mal hier, wo ich stehe. Jetzt brennt nämlich hier schon dieser Smeltery-Controller. Ah, tatsächlich. Genau, wenn du jetzt Rechtsklick drauf machst, dann siehst du einmal so einen Füllstand. Das ist einfach nur die Anzeige der Lava. Und links davon ist die, die Items, die da reinkommen zum Schmelzen. Okay. So, im Endeffekt bräuchten wir jetzt aber auch noch mal fast einen zweiten Drain und Faucet, damit wir nämlich einmal Sachen schmelzen können, also so Werkzeuge zusammenschmelzen können und einmal eben Blöcke schmelzen können, wenn wir irgendwelche Mischungen oder so brauchen. Ich glaube, dafür reicht's nicht. Nee. Nee? Ich kann zwar den Faucet bauen, aber für den Drain fehlen mir zwei Seared Bricks. Okay, ich habe leider keine mehr. Und in unserem Dings haben wir auch keine mehr. Nee, aber pass auf, wir haben Gravel. Wir haben Sand. Und haben wir Clay? Wir haben sogar Clay, Namen. Ja, den habe ich mal gesammelt, den habe ich mal gefarmt. Hervorragend. Da können wir nämlich jetzt gleich mal Dings machen. Ein bisschen Grout machen. Und mit diesem Grout können wir dann Seared Brick selber machen. Okay. Der besteht aus Gravel, aus Sand und aus Clay, macht man den.
Achso. So, dann machen wir den mal. Zit. Grout. Da ist er. Zack. So. Na, hier ist auch die Lava, siehst du? Ah ja, okay, die wird... warte mal, ich habe sogar einen Eimer bei. Willst du da schon mal was in den Sea Tank reinmachen? Na, aber sicher doch. Das wäre natürlich ein Träumchen. Grout, I am Grout. Ich hoffe, nur du bist... Nur in den Tank, nicht da hinten in das große Ding. Was? Nee, in den Tank. Okay. Genau. Siehst du, der füllt sich nämlich jetzt. Ja. Sieht's denn ja nicht aus mit Kohle? 7 Stück, 7 Stück. Naja. Und am besten wäre es, wenn wir quasi einen Lavafluss in dem Sea Tank enden lassen, oder was? Genau, das wäre natürlich das Allerbeste, wenn man da irgendwo Lava pumpen könnte und dann halt hier einfach reinschmeißt, ja. Huch, hier fehlt jetzt so ein Block. Achso, du wolltest noch so ein Dings hinbauen, ne? Genau. Das machen wir jetzt auch noch schnell und dann ist die Folge sogar auch schon rum. Okay. Was hast du jetzt bauen können nochmal? Ich habe den Faucet schon gebaut. Das heißt, du müsstest den Drain bauen. Mhm. So, da ist er. Zack, zack. Und du hast ja das... ich habe das Faucet schon. Nee, das Basin habe ich. So, das stellen wir da. Ich habe auch noch ein zweites Basin. Mach mal den Faucet da dran. Genau. Ist und dran. Hast du eigentlich diesen Table, wie heißt denn der? Casting Table, glaube ich, heißt der. Ja, habe ich 2 Stück. Cool, dann kannst du einen nämlich gleich hier vorne an diesen freien stellen. So. Hervorragend. Smeltery steht. Jetzt müssen wir nämlich noch anfangen, ein bisschen anderen Kram zu bauen, damit wir hier so Schmelzvorlagen hinbekommen. Also wir brauchen okay. Jetzt so Pattern, also so Vorlagen, so Mustervorlagen. Ja. Und das können wir eigentlich alles hier hinbauen, an die freie Wand zum Beispiel. Da können wir dann gleich okay. Mal gucken. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und dann geht es hier nämlich ans große Schmelzen. Yes. Yes, nice. Das war doch schon mal schick. Ja, genau. Na dann. Müssen wir nur gucken, wie wir stetig Lava rankriegen. Das machen wir. Das machen wir. Das kriegen wir hin. Okay, also dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Nils, danke für die Antwort. Und wir haben es ja nur doch hingekriegt. Kannst wieder ruhig schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.